Emanuel Abra und Eskinder Mamo sind Jungunternehmer. Mitten in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba leiten sie ihre eigene Firma. Das Team von Nahadu Tech entwickelt Computer- und Smartphone-Apps. Eines ihrer erfolgreichsten Produkte, ein Lernprogramm für Schüler in Äthiopien. Fidel ist eine Internetplattform, über die Schüler auf Lernmaterialien zugreifen können. Das geht per Handy, Tablet oder PC, sodass sie jederzeit und überall lernen können. Nutzer können die App kostenlos herunterladen. Sie finanziert sich über Sponsoren und andere Apps, die Ahadu Tech bereits herausgebracht hat. Die Idee für die App kam Emanuel und Eskinder während ihres Informatikstudiums in Deutschland. In Äthiopien schaffen 40% aller Jugendlichen den Sprung an die Universität. Sie sind die Zielgruppe für die jungen Unternehmer. Beim Studium in Deutschland sieht man die deutsche Qualität, das Made in Germany, die Perfektion. Wenn Deutsche etwas machen, dann immer mit 100% Qualität. Ich glaube, Deutschland kann eine Menge von Äthiopien lernen. Eine Sache wäre Flexibilität. Man muss Dinge nicht immer nur auf eine Weise machen. In Addis Abeba kämpft Ahadu Tech regelmäßig mit Stromausfällen und einer schwachen Internetverbindung. Trotzdem arbeitet Nati Gossayeh fieberhaft an Fidel. 5000 Schüler nutzen die App bereits auf ihrem Computer. Die mobile Version befindet sich noch in der Entwicklung. Wenn man die App öffnet, sieht man die verschiedenen Fächer und den jeweiligen Fortschritt. Man kann die Fragen auch herunterladen und offline auf sie zugreifen. Wenn ich Mathe üben möchte, bekomme ich alle verfügbaren Themen aufgelistet. Wenn ich will, bekomme ich auch einen Tipp für eine Frage. 19 Mitarbeiter hat die Firma schon eingestellt. Alle haben sie in Äthiopien studiert. Regelmäßig trifft Emanuel sich mit Testnutzern. Ihre Meinung ist wichtig, um die App zu verbessern. Basierend auf dem Feedback der Schüler haben wir etwa das Design geändert und mehr Fächer hinzugefügt. Die 15-jährige El Shaddai Kassu besucht die Mittelstufe. Über 6 Monate hat sie das Lernprogramm auf ihrem Handy getestet. Die App bringt mir viel bei. Wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, schlage ich die Antwort im Buch nach. Das hilft mir. Eine Stoppuhr für die Matheaufgaben wünscht sie sich noch, um den Druck einer richtigen Matheprüfung zu simulieren. Ahadu Tech will bald umziehen in Äthiopiens Silicon Valley. Dort erhoffen sie sich einen regen Austausch mit anderen Entwicklerteams und eine schnellere Internetverbindung.